Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Doors. Und ja, heute möchte ich erstmal eigentlich wieder meine Quarry aufstellen und dazu möchte ich gerne die 4 Solarpanel zu einem Level 3 Solarpanel zusammenfügen. Und ja, das wird schon etwas schwieriger, denn wir brauchen erstmal die Mirrors und da am besten. Ja, ich würde sagen so, 4 Stück. Dann das hier. Brauchen wir 1. Okay, also das wird erstmal schwieriger als gedacht. So, jetzt könnten wir so 1 noch bauen. Da haben wir schon mal 3. Nee, 2. Und jetzt bräuchten wir mehr Glas. Was wir nicht haben. Also wird es schon mal nichts, wir brauchen mehr Sand. Also lasse ich das mal kurz durchschmelzen oder auch hier erstmal in der Sackmill durchlaufen. Dann bis gleich. So, also der ist fast durch, der produziert nämlich immer meistens Kies, aber auch manchmal Sand. Und dadurch habe ich auch schon wieder genug Glas, denn ich brauche ja nur noch ein Marrow und deshalb bin ich auch hier schon durch. So. Jetzt brauche ich nur noch Redstone. Deswegen zack, zack, 2 Stück. Und den Repeater haben wir fertig. Deshalb jetzt der Iron Block. So. Ein Iron Block haben wir. Und jetzt fehlen uns natürlich die Solarpanel. Oh. Das war natürlich nicht so gut. Tue ich gleich wieder draufsetzen. Und ich hoffe, die Sackmill ist fertig. Ja, ist sie. Das kann ich schon mal einschmelzen. Und ich habe genug. Genau. So, das heißt, ich tue jetzt hier alles mal richtig anordnen. Das so. Und wir haben 2 Solarpanel Level 3. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe immer gedacht 1. Aber damit ist schon mal unsere Quarry richtig gut gesichert. Deshalb nehmen wir gleich die Hebel und alles mit. Gehen mal hier in diese Richtung. Weil ich glaube, hier war ich noch nicht. So. Ich weiß zwar nicht ganz, wie weit ich gehen will, aber ich setze das mal so hier, weil die Truhe, die muss ja oben hin. Und dann generieren die, ich weiß nicht wie viel, RF, aber das geht richtig, richtig schnell. Alter. Das ist krass, jeweils 24 angeblich. Weil das Light Level stimmt nicht ganz, weil die Sonne gerade untergeht. Okay, sehr gut, aber ich hätte das niemals gedacht, 32 produzieren die bei 100%, also 64 RF. Also richtig, richtig gut. So, dann geht es aber noch nicht zu schlafen. Das ist ja natürlich kein Wunder. Jetzt brauche ich aber die Karte, die Shape Card. Das tue ich alles hier mal rein, so, das brauche ich alles nicht. Nee, den brauche ich, den Hebel. So. Das brauche ich nicht mehr, das auch nicht. Obwohl, das Schwert kann ich immer noch so nehmen. So. Ich hoffe, das geht alles. Dann gehe ich wieder hier rüber und tue schon mal den Hebel anbringen. Dann müsste ich aber noch. Stimmt. Ich müsste ja noch mich runtergraben, um zu sehen, bis wohin ich überhaupt möchte. So, ja, wir sind wieder da. Es ist morgens und dort hinten steht schon unsere Quarry. Wir müssen aber erstmal sehen, wir brauchen erstmal eine. Ja, komm, wir übertreiben. Wir übertreiben richtig und sagen Diamantspitzhacke. So. Also ich zähle jetzt auf die Quarry, dass die jetzt richtig gutes Zeug raushaut. Sonst bin ich
Ja, traurig. So, ich würde sagen, wir fangen auf der Steinebene an. Also hier. Zack. New Settings. Copy the Shape Card. Juhu. Und wir fügen es ein. So, laufen die auf 100%? Ja, 32,11. Sehr gut. Oh! Alter, was ist hier los? Ja, ich wollte schon sagen. Alter. Das war krass. Dann gehen wir mal zurück und sortieren hier alles ein. Ja, geil. Unsere Query läuft wieder. Ich bin richtig froh. So, das ist alles weg. So. Limestone haben wir nicht. Oh. So, Diorit ist auch weg. Das kann ich irgendwie. Ja, hier. Komm. Gut. Das Reis. Ja, langsam wächst das. Gut. Kohle haben wir wieder. Kann ich hier reintun. Und jetzt ist bloß das Problem mit dem Strom. So, da müsste ich wahrscheinlich. Was mit Level 4? Eine Glock. Clay, ja gut, habe ich. Dann Iron. Ach so, nee, hier. Dann die Solarpanel 3. Iron Clock. Und wie viel machen die? 128, ja klar. Und dann gleich zwei Stück. Ja. Ja, gut. Ist okay, ja. Aber nur gerade so. Dann würde ich sagen, das bauen wir mal schnell. Drei solche, eine Glock. Vier Solarpanel. Drei. Okay, wir brauchen sehr, sehr viel Glas. Und hier sind hin. So, vier Stück. Kann ich reintun. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich ja die Level 3 zusammen habe und dann aufleveln tue auf Level 4. So, ich habe es endlich geschafft. Ja. Also, das ist krass. Einfach krass. Gut. Jetzt haben wir hier die Level 4 Solarpanel. Level 5 könnten wir noch gar nicht machen, glaube ich. Oh, Glowstone. Ja. Das könnte auch noch gehen. Aber ich wechsle die auf jeden Fall mal mit der Query aus. Und dann sind wir schon mal richtig ready. Und zack, zack. Jetzt. Oh. Ja. Ist okay. Ja. Ist auch nicht mehr übertrieben jetzt. Es geht alles. So. Jetzt muss ich bloß schauen hier und obendrauf hier. Zack. Ich hoffe mal, dass das so reicht. Aber ich denke schon. Jetzt könnte ich hier auch Sachen drinne schmelzen und sowas. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt muss ich bloß wieder hier rüber latschen und die ganzen Items holen. Denn der hat schon wieder sehr, sehr viel Kohle gefarmt. Mal gucken, wie weit er schon ist. Ja gut, okay. Aber Stein tut er auch sehr, sehr viel. Ich glaube, ich brauche bald keinen Stein mehr. Also vielleicht kann ich die Shape Card oder so nur auf Erze beschränken. Das wäre noch sehr gut. So. Und dann haben wir schon wieder über ein Stack Kohle. Das ist sehr gut. Kohle brauche ich erstmal. So. Wie ist das hier? Weil zurzeit ist es auch Nacht gewesen, jedenfalls. Und jetzt rastet das schon mal richtig aus. Jetzt können wir es hier reintun. Hier, das steigt wieder, das Level sozusagen. Und hier verliert der was? Nee, der bekommt noch welches dazu. Alles klar. Das läuft. Bei dem läuft das richtig. So.
Jetzt bekomme ich erstmal die doppelten Erze. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Das läuft. So, jetzt haben wir hier auch Reis. So, das kann ich nämlich essen. Das sind Reiskörner sozusagen. Und wir haben einen weiteren Seed bekommen. So, das bauen wir also wieder an. Zack. Und so bekommen wir immer, immer mehr. Das läuft schon mal auch sehr gut. Kann ich das... Das geht leider nicht im Ofen oder sowas, dass man das kochen kann. So. Hier bekomme ich aber auch immer sehr, sehr viel aus dem Iron. Also Cobblestone, bisschen Nickel, bisschen Tin, ja. Ja, ich würde sagen, das geht schon mal alles sehr, sehr gut. Dann tue ich den Cobblestone mal rein. Ich meine, ich habe es ja jetzt genug. Ich generiere genug Strom. Ich, ja, mache genug Erze. Es ist einfach sehr, sehr schön. Es hat zwar lange gedauert, bis ich die Solarpanel fertig habe, aber, oder wenn man das Ergebnis dann sieht, dann ist es richtig krass. So, mal schauen, was der hier drüben gefunden hat. Vielleicht schon Diamanten oder sowas. Nee. Marble. Okay. So. Dann würde ich aber sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll, weil ich so begeistert bin. Aber, ach komm, ich lasse die Folge erstmal für heute hier stehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wer noch nicht abonniert hat, der hat jetzt die Chance, um keine Videos mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.